Was verdient eigentlich ein kleiner YouTuber mit 2500 Abonnenten? Ich weiß, ihr seht sehr, sehr gerne diese Einnahmenvideos und deswegen zeige ich euch auch gerne meine YouTube-Einnahmen, die ich mit YouTube-Werbeeinblendungen eben bekomme auf meine YouTube-Videos. Ich habe euch in den letzten Monaten schon meine Einnahmen gezeigt und jetzt zeige ich euch mal die Einnahmen aus dem Januar 2021. Wie gesagt, ich habe ungefähr 2500 Abonnenten, habe 187 Videos hochgeladen. Meinen YouTube-Kanal gestartet habe ich im Jahr 2019, Anfang 2019. Es hat relativ lang gedauert, bis ich dann monetarisiert war. Aber jetzt kommen Monat für Monat Einnahmen rein. Ich zeige dir dieses Video nicht, um anzugeben, sondern um dich zu motivieren, auch einen YouTube-Kanal zu starten. Denn du wirst sehen, das lohnt sich schon ganz ordentlich. Auch wenn du noch ein relativ kleiner YouTuber bist, kannst du damit schon schöne Einnahmen generieren. Ich werde dir außerdem meine kompletten Analytics zeigen, auch meine RPM und CPM. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du den Kanal unterstützt und einen Kommentar da lässt und vielleicht auch den Kanal abonnierst, wenn er dir gefällt. Und lass uns direkt reingehen. Ich zeige dir jetzt mal meine Analytics. Bevor wir in die YouTube Analytics reingehen, möchte ich euch wie in den letzten Videos auch einfach nochmal auf der Seite socialblade.com meinen YouTube-Kanal zeigen. Dort schaue ich auch ab und zu nach anderen YouTube-Kanälen, gucke, wie die sich entwickeln oder auch wie sich mein eigener YouTube-Kanal entwickelt. Also die Seite socialblade.com kannst du ganz einfach nutzen, kannst hier oben rechts eingeben deinen YouTube-Benutzernamen oder auch andere Möglichkeiten gibt es hier, also Twitch, Facebook, Instagram. Also alle möglichen Kanäle kannst du hier analysieren, wenn du hier oben rechts den Username eingibst. Ich habe das schon gemacht und mein Kanal hat sich geöffnet. Da hast du eine sehr schöne Übersicht. Deswegen nutze ich das sehr gerne. Zum Beispiel hier die Uploads, 187 Uploads, Subscribers aktuell 2600 und ein paar zerquetschte Video-Views und so weiter und so weiter. Und was ganz interessant ist, auch bei anderen Kanälen mal zu schauen, wie viele Abonnenten sie in den letzten 30 Tagen dazu gewonnen haben, also wie stark die Kanäle wachsen. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und jetzt 490 Abonnenten in den letzten 30 Tagen. Also das ist wirklich eine super Zahl. Da danke ich jedem Einzelnen, dass er den Kanal abonniert hat. Social Blade gibt auch an, wie viele Kanäle ungefähr im Monat oder auch im Jahr verdienen. Wenn wir hier mal auf das Fragezeichen gehen, geht Social Blade hier aus von einem CPM, also das, was Werbetreibende auf 1000 Klicks bezahlen auf die Videos, von 25 Cent bis 4 US-Dollar. Bei mir ist es wesentlich mehr. Deswegen sagt Social Blade hier, ich hätte maximal 64 Euro verdient im Monat. Aber das ist wie gesagt mehr und das zeige ich euch auch gleich. Und im Jahr hätte ich dann verdient mit diesen Angaben, mit diesen Werten ungefähr 770 Euro. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Views, 17.600 Views in den letzten 30 Tagen. Das ist insgesamt für meine Kanalgröße ja mittelmäßig, nicht so überragend, aber ich habe mich trotzdem gefreut, weil es eben immer weiter nach oben geht. Und hier kann man schön sehen, die Entwicklung, dass die auch schön nach oben geht. Dann an welchen Tagen wie viele Abonnenten dazukommen, kannst du hier anschauen und auch, wenn du vielleicht auch einen eigenen YouTube-Kanal hast, kannst du schauen, wie sich dein YouTube-Kanal entwickelt, also wie die Subscriber nach oben gehen und auch, also hier unten die Subscribers, wie die nach oben gehen und oben eigentlich die Video-Views, wie die Video-Views sich entwickeln. Und das ist eine positive Entwicklung. Und wenn die bei dir vielleicht negativ sein sollte, dann musst du eben irgendwas am Kanalkonzept ändern oder an deinen YouTube-Videos ändern, damit du wieder ins Wachstum kommst. Also hier kannst du auch frühzeitig gegensteuern. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie meine Analytics aussehen. Ich habe mich schon mal eingeloggt hier in das YouTube Studio und bin auch schon in den Analytics. Ich habe das jetzt mal auf unbegrenzt eingestellt, damit ich dir zeige, wann ich gestartet bin, hier am 25. März 2019 und dass sich auch relativ lange nichts tut. Deswegen musst du nicht traurig sein oder du darfst nicht aufhören, wenn du wirklich mit YouTube durchstarten willst, sondern musst eben einen langen Atem haben. Das ist wie ein Marathon, das ist kein Sprint. Du siehst hier, dass es auch für mich frustrierend war, relativ lange. Jetzt sind wir schon im November 2019, also von März bis November ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe hier maximal so 50 Aufrufe am Tag bekommen oder mal auch mal 35 Aufrufe am Tag, dann mal wieder 70, aber unter 100 Aufrufen pro Tag. Und das war eben relativ wenig, obwohl ich zwei Videos die Woche, Mittwoch und Sonntag gepostet hatte. Also jetzt komplettes Jahr 2019 hat sich nicht so viel getan. Aber du siehst schon, es geht dann langsam immer höher. Jetzt sind wir schon nach einem Jahr im März 2020. Ja, das sind dann so 150 oder 200 Aufrufe am Tag. Und es geht dann immer langsam, langsam höher. Bis hierhin war ich auch noch gar nicht monetarisiert. Also monetarisiert wirst du ja bei YouTube mit 1000 Followern und 4000 Stunden Watchtime, also 4000 Stunden geschauter Zeit auf deinen YouTube-Videos. Das war ungefähr hier so, also die 1000 Abonnenten hatte ich im August, glaube ich, nach über einem Jahr.
Und die 4000 Stunden Watchtime, die hatte ich dann im September voll, weil ich ja, wie gesagt, schon lange YouTube-Videos gedreht hatte. Und ab hier bin ich dann monetarisiert worden. Und dann ging es auch ein bisschen schneller nach oben. Kann sein, dass der Algorithmus die Videos dann eher vorschlägt, wenn du schon monetarisiert bist. Das ist durchaus möglich. Und jetzt eben ein schönes Wachstum nach oben, mit dem ich sehr zufrieden bin. Auf der rechten Seite auch ganz interessant mal zu sehen, vielleicht für dich auch interessant, wenn du einen eigenen YouTube-Kanal hast, um zu vergleichen, wie das bei mir aussieht. Aufrufe in den letzten 48 Stunden 1100, ist jetzt auch nicht so riesig, so mega, aber ist eben in Ordnung. Meine Videos bekommen insgesamt nicht tausende von Aufrufen, sondern ja, so 300, 400 Aufrufe nach ein paar Tagen. Und die ranken dann über ja, viele Jahre und werden in der Suche gefunden. Also ich habe viele YouTube-Videos, die in der Suche gefunden werden. Deswegen habe ich weniger YouTube-Videos, die jetzt vorgeschlagen werden und die zigtausende von Aufrufen kriegen. Und ich habe also keinen großen Ausreißer nach oben, deswegen auch nur 1100 Aufrufe in den letzten 48 Stunden. Trotz allem habe ich einen sehr schönen Umsatz und den will ich dir jetzt zeigen. Wir gehen hier mal auf Umsatz und da siehst du schon, ich klicke das mal auf die letzten 28 Tage. So, geschätzter Umsatz in den letzten 28 Tagen 418,62 €. Mein RPM ist bei 26,30 im Moment, der war schon mal höher, aber der stabilisiert sich jetzt so zwischen 25 und 30 €. Das ist das, was ich wirklich ausbezahlt bekomme für 1000 Aufrufe auf meine Videos. Der CPM hier ist eben bei 40, 42, der war auch schon mal bei 80. Das ist eben das, was die Werbetreibenden bereit sind zu zahlen für 1000 Klicks oder für 1000 Videoaufrufe. So, wir scrollen mal nach unten. Und ich zeige dir genau, was ich im Januar verdient habe. Und zwar ist mein Rekordmonat jetzt gewesen. 452,19 €. Das, wie gesagt, nur mit YouTube-Ads, YouTube-Werbeeinnahmen. Und ja, mein zweitbester Monat war im November. Deswegen, ich freue mich, dass der November der beste Monat jetzt geworden ist, obwohl CPM, RPM runtergegangen ist. Dafür sind aber eben die Aufrufzahlen nach oben gegangen. Da hat sich das wieder ein bisschen ausgeglichen. Also mit dem CPM, den ich vor ein paar Monaten hatte, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon bei 700 oder 800 €. Aber es macht ja nichts. 450 € ist auch meines Erachtens eine ganz gute Zahl. Dafür, dass ich nur 2500 Abonnenten habe und ein relativ kleiner Kanal bin. Die Videos mit den höchsten Einnahmen, du siehst schon, es gibt einige Videos, die in den letzten 28 Tagen richtig ordentlich Geld gebracht haben. Das Google Ads Kampagnen erstellen Video, das ist schon relativ alt. Das habe ich schon ein paar Monate auf YouTube drauf und das hat mir sogar im letzten Monat oder in den letzten 28 Tagen 65 € gebracht, also richtig krass. Shopify, auch ein langes Tutorial, 36 €, 25 €, 20 €, 16 € und dann geht es immer so weiter nach unten. Aber es gibt eben einige Videos, die richtig fetten Umsatz bringen. Und das musst du eben auch berücksichtigen, wenn du jetzt ein YouTube-Video drehst und das bringt dir am Anfang noch gar nichts ein, weil du vielleicht auch noch nicht monetarisiert bist, bedeutet das eben im Endeffekt gar nichts. Es kann sein, dass das, wenn du monetarisiert bist, plötzlich dann ja, dir 30, 40, 50 € im Monat bringt dieses Video. Und wir schauen uns einfach mal an, was mir dieses Video jetzt schon gebracht hat. Wenn ich einfach mal, ja, hier steht es ja schon seit Veröffentlichung, 243 €. 243 € hat mir dieses Video gebracht und gepostet habe ich das im Juli 2020. Also vor ungefähr 7 Monaten habe ich dieses Video veröffentlicht. Es hat sich erst langsam entwickelt und dann plötzlich ist es in der Suche immer weiter nach oben gegangen. Deswegen, du solltest dich meines Erachtens auch auf die Suche konzentrieren. Erstmal YouTube-Videos in der Suche positionieren. Diese Videos werden dann dauerhaft gefunden und bringen dir eben dauerhaft Geld ein. Und allein das Video hat mir 100 Abonnenten gebracht und wie gesagt 240 € Umsatz. Und hier rechts siehst du ja auch 85% aus der YouTube-Suche. Wir gehen nochmal zurück auf den Umsatz. Wie soll es jetzt weitergehen? Also mein Ziel ist es ja bis Jahresende, dass wir gemeinsam die 10.000 Abonnenten erreichen. Und da zähle ich natürlich auf dich, wenn du den Kanal gut findest, dass du ihn auch abonnierst. Und da würde mich sehr, sehr freuen, dass ich bis Jahresende dann mit euch gemeinsam hier die 10.000 Abonnenten schaffe. Und mein Ziel ist es auch dann eben viele Videoaufrufe zu bekommen, nicht nur diese 15.000, 16.000 im Monat, sondern bis Jahresende hätte ich gerne 100.000 Videoaufrufe pro Monat. Und das würde eben bei dem aktuellen RPM ungefähr 2500 € bringen. Und das wäre schon
Ja, eine ganz klasse Sache. Also da könnte man ja quasi von YouTube alleine schon leben, von den YouTube-Ads-Einnahmen. Das wäre wirklich unglaublich. Ich werde auf alle Fälle weiterhin dann meine Einnahmen mit dir teilen und auch Tipps und Tricks geben, wie du das vielleicht auch umsetzen kannst. Es werden jeden Mittwoch, jeden Sonntag weiterhin Videos kommen. Das mache ich ja schon seit Anfang 2019 und das werde ich auch weiterhin durchziehen, weil es mir eben auch Spaß macht, mit euch zu interagieren, auch in den Kommentaren euch Tipps zu geben oder eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dich inspiriert, dir auch einen eigenen YouTube-Kanal mal aufzubauen. Es ist nicht schwer, du musst es einfach nur durchziehen. Also das ist die große Herausforderung. Es ist nicht kompliziert, aber du musst eben ja dranbleiben. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Und weil es so ist, springen die meisten wieder ab, weil am Anfang kein Erfolg kommt, springen die meisten wieder ab und ziehen es nicht durch. Wenn du es aber durchziehst, dann wirst du auch erfolgreich und dann wirst du auch Umsätze machen mit deinem YouTube-Kanal. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du schon einen YouTube-Kanal hast und welche Herausforderungen du hast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut.